Sandy, hier ist Ted. Ich bin Sandy. Wir müssen reden. Nein, falsch. Typisch. Herrgott, das ist typisch für dich. Keine Sorge, ich bezahle dafür. Ja, womit? Ich hörte, du bist wieder pleite. Ich habe alles andere in diesem verdammten Haus bezahlt. Ich werde auch die Tür bezahlen können, verflucht. Der Mann mit dem Alimentencheck. Dennis, halt dich da raus. Was macht das Geschäft? Hör auf damit. Gib mir einen guten Grund, warum du hier bist, oder ich rufe die Polizei. Na, Playboy, willst du die Polizei? Nein, du bist stets willkommen hier. Mein Haus ist dein Haus. Ich denke, es ist besser, du gehst. Langsam glaube ich, dass all die Dinge, die Sandy mir über dich erzählt hat, wahr sind. Und was ist mit dir, Dennis? Sind die Dinge, die ich über dich hörte, wahr? Dennis, wieso gehst du nicht in den Club? Ich komme nach. Lass uns einen trinken gehen irgendwann mal und über Frauen reden. Dennis, kennst du einen Christopher Evans? Nein. Wieso? War nur eine Frage. Was sollte das alles? Frag ihn mal. Oh Gott, du bist unmöglich. Was ist jetzt? Was willst du? Ich habe wieder Heiratspläne. Und ich konnte die Barracuda verkaufen. Die Barracuda? So habe ich Laura kennengelernt. Sie kam vorbei und fragte, ob das Boot zu verkaufen sei. Sie kenne einen Millionär in Australien, der will eine schnelle Motorjacht. Also schickte sie ihm Bilder. Dieser Peter Hopkins schickte mir einen unterschriebenen Vertrag. Sowie Spesen, um die Kosten abzudecken für die Überfahrt nach Sydney. Und bei Ablieferung volle Auszahlung. Herrlich. Und CW, was sagt er dazu? Oh, er kommt mit und dann die doch. Und ich möchte, dass die Kinder dabei sind. Nein. Nein, Ted. Sandy, ich erzähle dir schon seit einem Jahr, dass ich die Kinder mit auf eine Kreuzfahrt nehmen möchte. Ted, komm schon, keine Diskussion. Seit einem Jahr sagen meine Anwälte Nein dazu. Sandy, ich hab's ihnen versprochen. Ja, du hast ihnen vieles versprochen, Ted. Die Kinder sind in der Schule. Und was soll diese Vater des Jahresnummer? Du kümmerst dich doch sonst nicht um sie. Oh Gott. Ich versuche es wieder gut zu machen. Gib mir doch bitte eine Chance. Du kannst sie heute Nachmittag sehen. Du kannst sie sehen, wenn du zurückkommst. Ich bin nicht bereit, sie aus der Schule zu nehmen für eine Kreuzfahrt nach Australien mit einer Frau, die ich nicht kenne. Punkt. Fertig. Okay. Ich denke, es ist besser, du siehst dir das hier an. Was ist das? Es ist das Führungszeugnis deines Freundes, Christopher Evans, alias Dennis Bryan. Er hat hohe Schulden wegen einiger großer Dope-Deals. Letztes Jahr veruntreute er mehr als 60 Riesen, als er die Leitung des enormen Kondo-Projekts in Boca Raton innehatte. Außerdem noch Spielschulden. Sandy, seine engsten Freunde werden von ihm betrogen. Wo hast du es her? Tony Scarpelli. Wer sonst? Also, wenn du mich zwingen solltest, dies dem Vormundschaftsgericht vorzulegen, dann mache ich es. Tracy und Mark kommen mit mir auf die Kreuzfahrt. Verdammter Bastard! Du langweiliger Erpresser! Du hinterhältiger, mieser Bastard! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Verschwinde aus meinem Leben! Verschwinde aus meinem Leben! Ich hasse dich! Ich...
Ich weiß, dass du nichts wusstest. Ich wollte nicht, dass es so wird. Tut mir leid. Ich will, dass die Kinder um 5 fertig sind. CW und Nadine werden vorbeikommen und holen die beiden ab. Es tut mir leid. Weißt du, ich hatte schon oft schlimme Szenen mit Sandy. Aber dieses Mal war es sehr wüst. Wegen der Kinder und allem. Ich bin in Sorge wegen des Treffens mit Mark und Tracy. Alles, woran ich denke, ist, was sie fühlen werden, wenn sie dich mit einer fremden Frau sehen. Ich habe große Angst davor. Ich meine, ich weiß, was alles geschehen ist. Sie werden mich hassen und sie werden uns ablehnen. Nein, sie werden dich nicht hassen. Sie werden neugierig sein. Und eifersüchtig sein. Besonders Tracy. Sie ist sehr vorlaut. Entspann dich einfach und sei du selbst. Alles wird gut werden. Sie kommen schon klar. Bist du sicher? Ja, weil es meine Kinder sind. Ich liebe dich. Tracy, sitz auf. Du kannst mich nicht zwingen. Wollen wir wetten? Sieh mal CW, wie nett Mark und Tracy aussehen. Da hast du recht. Tante Nadine, müssen wir diese Sachen jetzt jeden Abend anziehen? Nicht, wenn ich was zu sagen habe. Komm, Nadine, setzen wir uns. Dankeschön. Komm, mach dir es bequem. Hey, ist bei euch alles okay? Ja, ja, danke. Alles in Ordnung. Wann können wir essen? Sehr hungrig? Ich bin gleich verhungert. Warum müssen wir auf Sie warten? Weil sie unser Gast ist, deshalb. Und bevor Laura erscheint, möchte ich sicher sein, dass ihr beide euer bestes Benehmen zeigen werdet, okay? Ja. Okay, versprochen. Hallo. Oh, hallo. Hallo, mein Schatz. Siehst schön aus. Hallo, Laura. Hallo, CW. Hi, Nadine. Hallo. Gut. Danke, gut. Gut. Tracy. Hi. Hallo, Mark. Miss Warner, kann ich Sie etwas fragen? Natürlich kannst du das, Tracy, aber bitte nenne mich Laura. Laura? Macht es Ihnen nichts aus, wenn Ihre Pubis so raushängen? Tracy, was sagte ich dir vorhin? Ist in Ordnung. Wenn ich Sie wäre, würde ich möglicherweise ebenso fragen. Nun, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich bin hungrig. Ich bin's auch. Timmy? Mark, ich möchte, dass du weißt, wenn du über irgendwas reden möchtest, ich bin rund um die Uhr für dich da. Ich weiß, alles kam sehr überraschend. Ich bin Überraschung von dir gewohnt. Ja, ich möchte dir etwas versprechen. Es wird alles anders und besser. Kann ich mit dir darüber sprechen, was Mom sagte? Natürlich. Als du weggingst letztes Mal, fragte ich sie wieso. Ich dachte mir, ich habe was gemacht. Nein. Ich sagte es dir schon. Was hat Mom gesagt? Sie sagte, ihr habt euch verändert. Dass ihr beide verschiedene Sachen braucht. Aber am meisten Schuld, Vater, gibt sie Vietnam. Es scheint mir, alles, was heutzutage geschieht, schieben sie auf Vietnam. Sprichst du deshalb nie darüber? Ich habe es geschafft, viel davon zu vergessen. Es war wie ein Albtraum, der nie aufhörte. Wenn du wach wurdest, ging er noch weiter. Hast du einen umgebracht? Ja. Wie war das denn? Es war sehr verwirrend. Zuerst hast du solche Angst. Du willst dem Feind nicht begegnen. Du kannst es nicht. Auf einmal machst du den ersten Schuss.
Ganz leicht. Und du hast solche Angst, dass du nicht mehr aufhören kannst. Du findest heraus, dass du fähig bist, alles zu tun. Alles. Weil du eines willst. Lebend nach Hause kommen. Und, ich fand sehr viele Dinge über mich heraus. Und ich hoffe, dass es dir nie widerfährt. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Ich wünschte, Mom wäre hier. Ja, ich weiß. Darf ich dich noch umarmen? Als Erwachsener. Drück mich ganz fest, Junge. Andrews, der Kapitän möchte Sie sofort sehen, Sir. Kommen Sie rein. Was ist denn los? Der Kapitän möchte Sie sofort sehen, Sir. Hi, Scotty. Hallo, Ma'am. Was ist los? Ich weiß es nicht. Es scheint uns ein Boot zu folgen, Ma'am. Ist das CW's Einfall? Nein, Sir, ist es nicht. Bin gleich zurück. Ted, ich verstehe nicht, warum du aufgehen musst. Es ist wahrscheinlich nichts. Würden Sie bei ihr bleiben? Sicher, Sir. Okay, danke. Was ist los, Tommy? Jemand verfolgt uns. Wie nah sind Sie? Circa eine Meile. Wir fahren volle Kraft, hier etwa 50 Knoten. Das Radio funktioniert seit 2 Stunden nicht mehr. Sprühte Funken, qualmte, die ganzen Drähte schmorten durch. Und was ist mit dem Notfallsystem? Tot. Ich weiß nicht, was damit los ist. Aber heute Morgen war es noch in Ordnung. Es muss doch eine Erklärung geben für alles hier. Also Sie verdoppeln Ihre Geschwindigkeit, seitdem wir Sie zuerst auf Radar hatten. Und jedes Mal, wenn wir den Kurs ändern, ändern Sie ihn auch. Macht es Ihnen was aus, draußen zu warten? Ich möchte mich jetzt anziehen. Oh nein, Ma'am. Gab's noch andere Boote auf dem Radar? Nein. Ich habe den Kurs geändert. Saß an Black Island, ca. 30 Meilen von hier. Wir müssten in 20 Minuten den Leuchtturm sehen. Signale, Leuchtkugeln und die ganze Notbeleuchtung sind weg. Was wollen Sie damit sagen? Sie kommen näher. 500 Meter Entfernung. Shit. Das ist keineswegs die Wasserschutzpolizei. Ich gehe raus und sehe mal nach. Sie wecken CW. Wenn Sie noch näher kommen, rahme ich die Bastarde. Thank you.
Maria, Bantik, seht euch um! Kosten. Du kannst das hier ja als Training ansehen. Diese Party-Terroristen wissen gar nicht, was sie tun. Wir brauchen richtige Profis für diese Operation. Oh, Bunting ist ein Profi, aber er wird zu alt. Zurzeit ist Bunting der Einzige, auf den ich zählen kann. Der Mann würde alles tun, was ich sage. Ich mache mir Sorgen um dich. Hör endlich auf zu meckern. Okay, ich will sie sehen. Mach ich. Pech gehabt. Willkommen. Hi, Baby. Ich hatte in letzter Minute einige Probleme, aber... Wie findest du das? Das wollte ich dir gerade sagen. Er kam mit den Kindern. Hör zu, sie können uns von Nutzen sein. Wer wird eine Yacht mit Kindern drauf verdächtigen? Diese Kinder können ein Problem für uns werden. Dafür riskiere ich nicht meinen Hals. Sie hat recht. Die sind unsere Versicherung. Blödsinn. Lass einen von deinen Killern sich um sie kümmern. Komm her. Maria, komm her! Schaff das Kind hier weg! Schaff sie weg! Komm her, Junge! Ich sage, komm her! Nein! Das sind Tote! Ich will, dass du sie ganz genau ansiehst! Verstanden? Verstehst du? Ich kann Andrews nirgends finden. Was meinst du damit? Er fiel über Bord, als ich ihn erschossen habe. Was? Er fiel über Bord, als ich ihn erschossen habe. Du dummes Miststück! Hab ich nicht gesagt, du sollst ihn in den Becken legen? Ich schwöre, ich erschoss ihn, ich tat alles. Ich will von dir nicht belogen werden, verstehst du? Ich habe nicht gelogen. Halt's Maul, halt deine Klappe, fühlst du das, ha? Jack, nicht bitte. Wenn du mich angelogen hast, ich schwöre es, dann werde ich bitte, deine hübsche Fresse... Bitte, Jack, nicht. Verdammt, er ist tot. Bitte, Jack. Oh Gott. Gibt es noch irgendwelche Überraschungen? Oh, Jack! Hör auf zu weinen und mach dich frisch. Schaff die Leichen weg. Besser an, als du aussiehst. Ich will einen klaren Kopf behalten. Ich will mich erinnern. Ich muss mich sehr anstrengen, dir nicht den Tod zu wünschen. Mir geht's auch so. Jedenfalls wichtiger sind Mark und Tracy. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass sie noch leben. Wir werden sie wiederfinden. Wir üben Druck aus auf jede Abteilung des Geheimdienstes, uns behilflich zu sein.
Geld ist sehr wichtig. Kannst du das Haus belasten? Wir brauchen dringend Geld. Ja, ja, ich belaste es. Ganz egal, ich verkaufe es. Gut. Achtung, Aufnahme. 4, 3, 2, 1. Für Informationen zur Auffindung dieser Person... Okay, stopp die Mats. Fahrt die Mats ab. Und dieser Yacht? Der Barracuda? Oder denen, die für die Entführung verantwortlich sind, bieten wir eine Belohnung von $100,000. Ich habe mit unserer Produzentin gesprochen. Sie sagt, wir können das Band innerhalb von 24 Stunden über Satellit senden. Nur die Fremdsprachenversionen dauern etwas länger. Das ist gut. Also Agent Johnson sagt noch Nein dazu. Was weiß er denn? Nun, er ist ein Profi. Er muss einiges wissen. Verlass dich nicht darauf. Schicken wir die verdammten Bänder einfach raus, okay? Nun, denke ja nicht, Ted, dass du der Einzige bist, der hier allein entscheidet. Sandy, du verschwendest Zeit. Komm schon. Ted, bevormunde mich nicht. Nicht in dieser Sache. Tu's nicht. Nicht dieses Mal. Mr. Johnson? Was haben Sie herausgefunden? Was weiß das FBI, die Marine und die Küstenwache? Nun, wir wissen, dass ein Motorboot, ähnlich dem, das die Entführer benutzt haben, aus einer Fabrik in Sarasota gestohlen wurde, ungefähr eine Woche vor dem Überfall. Wir wissen, dass die Barracuda noch nicht durch den Panama-Kanal ist. Wir wissen auch, dass es einen gewissen Peter Hopkins in Australien gibt, der reich genug ist, ihre Yacht bar zu bezahlen. Aber er ist im Ausland und sie können ihn nicht finden. Wir wissen, dass es keine EWEX-Überwachung an der Küste gegeben hat in dieser Nacht. Alle Flugzeuge waren über Texas. Ein Tipp für eine Drogenrazzia, die nicht stattgefunden hat. Nun, das war's. Also, Sie wollen sagen, dass Sie nicht wissen, wen Sie eigentlich suchen, richtig? Mrs. Andrews, Sie müssen verstehen, ein Fall wie dieser ist sehr schwierig. Also gut, wir werden unterstützt von der CIA, dem State Department. Aber sobald die Untersuchung außerhalb der USA stattfindet, haben wir keine Abteilung, die in der Lage ist, so einen Fall zu übernehmen. Wissen Sie, es ist das Leben unserer Kinder in diesem Fall. Ich kann Sie gut verstehen. Tun Sie das wirklich? Können Sie das wirklich verstehen? Haben Sie Kinder? Nein. Dann verstehen Sie es nicht. Entschuldigen Sie, ich veranlasse, dass Sie die Bänder rausschicken. Sofort. Ja, aber ich dachte, wir wären uns einig. Ich dachte, wir wären uns einig über... Nun, sie hat sich's anders überlegt. Trotzdem danke. Hört jeden, der wichtig ist, in Südflorida an. Darunter 4 Bankpräsidenten. Niemand weiß etwas. Nun, die Presse wird uns helfen. Oh, gut. Bis jetzt sehr viel unterstützende Post von den Senatoren. Das nützt uns nichts. Die wollen nur unsere Stimmen. Mr. Andrews, Mrs. Andrews, Agent Harris, ich bin Ihrem Fall zugeordnet. Was ist mit Agent Johnson? Oh, er wurde versetzt nach St. Louis. Mr. Andrews, wie ist Ihre Verbindung zu Anthony Scarpelli? Folgt ihr Typen nicht? Nein, wir interessieren uns grundsätzlich für jeden, der mit Scarpelli zu tun hat. Sie wurden beobachtet, als sie gestern sein Büro in Miami betraten. Wir sind in dieselbe Schule gegangen. Ich glaube, der hätte den Hinweis für uns. Und? Hatte er? Nein. Oh, warum hat die Marine 2 Personalakten über Sie? Ihr kennt die Fragen, also kennt ihr auch die Antworten. Es gab keine Erklärung in Ihrer Personalakte. Was hat das alles hiermit zu tun? Ich meine, das sind alte Geschichten. Ich war offiziell in der Akte eingetragen, als Ausbilder der Marine in Kalifornien. Inoffiziell Auskundschafter der feindlichen Aktivitäten in Nordvietnam für den Nachrichtendienst. Also was? Hey, Mr. Andrews, bitte, nicht schreien. Können wir Sie morgen in Ihrem Büro antreffen? Sicher. Und so. Hier ist Karen Daly, vor dem Haus von Sandy Andrews.
Es sind fast 3 Wochen, seit die Yacht der Andrews entführt wurde. Wir warten immer noch auf ein Lebenszeichen ihrer Kinder und der anderen Passagiere an Bord der entführten Yacht. Sie sehen gleich Ted Andrews, der Einzige, der den Entführern entkommen konnte. Er betritt zum ersten Mal wieder sein Haus seit dem schrecklichen Ereignis. Schnitt, kommt jetzt hierher, da kommt der Wagen. Kamera ab. Mr. Andrews, wie ist das Gefühl, nach Hause zu kommen, ohne das Schicksal Ihres Sohnes und Ihrer Tochter zu kennen? Wie würden Sie sich fühlen? Wie fühlen Sie sich nach Ihrem Aufenthalt im Krankenhaus? Es wird gemunkelt, Sie investierten mehr als 250.000 $ für die weltweite Verbreitung Ihres Appells im Fernsehen. Also sind Sie zufrieden mit den Resultaten dieser Aktion? Resultate liegen noch nicht vor. Mr. Andrews, ich habe eine Frage an Sie. Ist es wahr, dass das junge Mädchen, das Sie begleitet hat, erst 17 Jahre alt war? Nein, das ist eine Lüge. Mrs. Andrews, bedeutet Mr. Andrews' Anwesenheit hier, dass Sie beide wieder zusammen sind? Das ist Privatsache. Wir versuchen nur, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Sie zu lenken. Wir wollen Ihnen helfen. Blödsinn! Kamera weiterlaufen lassen. Nur vor wenigen Wochen, verehrte Zuschauer, da hallte in diesem trauererfüllten Haus das Lachen von fröhlichen Kindern. Während wir die bizarre und traurige Geschichte weiterverfolgen, bleibt den Eltern nur warten. Hören Sie zu, Karen. Ich kooperierte mit Ihnen, weil ich dachte, Sie könnten uns helfen. Wenn Sie nur Klatsch sammeln wollen für Ihre verdammten Einschaltquoten, verschwinden Sie aus meinem Haus! Koukounaris Bucht, Skiathos, Griechenland. Das ist die Basis für den Staatsstaat. Die Bevölkerung Madagaskars wird eines Nachts einschlafen mit einer mehr oder minder marxistischen Regierungsform. Und wacht am nächsten Morgen auf mit einer neuen, prosowjetischen, marxistischen Regierungsform. Ich weiß es nicht. Was meinst du weißt es nicht? Ha? Das ist Business, oder? Willst du eine Menge Geld machen, musst du was riskieren. Die Flüge zwischen Griechenland und Zimbabwe sind ein gottverdammter Albtraum. Wenn ich O'Connor morgen Abend sehen kann, komme ich zurück wie geplant. Wenn nicht, keine Panik. Gehen wir. Du hast dein Flugzeug zu kriegen. Lass uns über das Geschäft reden. Okay. Ich habe arrangiert, dass das Boot Neptunus die Lieferung machen wird. Neptunus gehört einem Mann namens Jenkins. Wo in Sardinien soll der Treffpunkt sein? Nicht so hastig. Ich habe einen neuen Plan. Geht zur Koukounaris-Bucht. Wohin? An der Südküste von Skiathos. Auf dem Seeweg ungefähr 200 Meilen von Athen. Unser Boot heißt die Goldene Odyssee. Du sagtest mir Sardinien. Ich sagte schon neue Pläne. Okay. Ich werde dafür sorgen, dass Jenkins den Kurs ändert. O'Connor, Ihre Leute verstehen doch, wenn irgendetwas schiefläuft mit Ihrer Revolution. Machen wir weiter in Diego Suarez und wir kriegen das Geld als Bonus. Das war Ihnen klar bei der Abmachung des Deals. Und ich will alles. Ja, alles davon. Ich hab's geschafft, eine legale Form zu finden. Damit versichere ich euch, der versprochene Bonus ist auf meinem Konto auf den Bahamas. Wenn das nicht übereinstimmt mit dem, was du sagst, wäre ich sehr enttäuscht. Ich habe verstanden. Sehen wir uns in Skiathos? Ja. Ich muss mich jetzt beeilen. Wie war ich? Großartig, Baby. Kein Party-Smalltalk, genau richtig. Thank you.
dir? Hat Ted Andrews dir gefallen? War er gut? Komm schon, sag mir, war er gut? Das Programm für einen besonders dringenden Appell. Für Informationen zur Auffindung dieser Person und dieser Yacht, der Barracuda oder denen, die für die Entführung verantwortlich sind, bieten wir eine Belohnung von $100,000. Haben Sie Informationen? Bitte rufen Sie an unter der Vorwahl 813-698-3. Jack? Baby, was machst du hier draußen? Es ist Vollmond. Ich hab dein warmes Tuch. Ich bin's. Wir müssen weg, hol das Auto. Wir treffen uns vorne, nimm das die Hintertreppe mit runter. Die Straße! Hören Sie weiter! Alles aus dem Weg! Aus dem Weg, geht aus dem Weg! Hm.
Hallo? Hallo, mein Name ist George Chibanda. Mit wem kann ich über die Belohnung sprechen? Sie können mit mir sprechen. Ich bin Ted Andrews. Mr. Andrews, ich bin der Assistant Manager im Harare Hotel in Simbabwe. Wo? Simbabwe, in Afrika. Oh. Letzte Nacht ist eine junge Frau aus einem unserer oberen Balkons zu Tode gefallen. Ich konnte sie mir ganz genau ansehen, bevor sie die Leiche wegnahm. Sie ist die blonde Frau, deren Foto in unserem Fernsehen gezeigt wurde. Mr. und Mrs. Andrews? Ja. Ich bin George Chibanda. Freut mich sehr. Hallo. Freut mich sehr. Das ist Lieutenant Mazinda. Mr. Andrews. Hallo. Mrs. Andrews. Hallo. Freut mich. Der Lieutenant ist zuständig für die Ermittlungen. Mr. Andrews, könnten Sie mich ins Leichenschauhaus begleiten? Danach werde ich Sie informieren über unsere Ermittlungen. Okay. Wenn Sie uns jetzt bitte folgen würden. Sicher. Es ist wichtig, dass Sie ganz sicher sind. Ja. Sind Sie soweit? Ja. Ein Hinweis aus Kanada. Da wurde eine Laura Warner geboren, in Vancouver 1968. Sie starb im Alter von 3 Jahren. Setzen Sie sich. Das ist unmöglich. Ich meine, ich habe sogar Ihren Pass gesehen. Heutzutage kann man alles fälschen. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass wir nicht sagen können, wer sie war. Ihre Fingerabdrücke haben nichts ergeben. Lieutenant... Was denken Sie, bedeutet das unter diesen Umständen? Wenn sie nicht Laura war, wer war sie dann? Wir wissen, dass Laura, oder wie auch immer ihr Name war, und ein Mann sich eingetragen hatten im Harare International Hotel als Mr. und Mrs. Roger Hornbeck aus Seattle. Nun, vor 3 Monaten waren sie unter dem gleichen Namen im gleichen Hotel. Niemand erinnert sich an ihn. Aber ein Zimmermädchen und ein Empfangschef haben die Frau identifiziert. Wir haben den Namen Hornbeck und die Adresse in Seattle überprüft. Sie existiert nicht. Sie war beteiligt daran. Ganz recht. Aber Jesus. Danke vielmals, Lieutenant. Wir würden Sie gerne wiedersehen. Natürlich, Ma'am. Nein.
Oh Gott, weißt du, woran ich nur immer denken kann, ist, dass ich an allem schuld habe. Sind am Leben und wir werden sie finden. Okay. Es tut mir leid, Sandy. Was ist mit dem FBI? Konnten die schon etwas herausfinden? Nein. Doch sie gaben mir den Namen ihres Agenten in Australien. Ich erfuhr heute Morgen von ihm, dass sie Peter Hopkins gefunden haben. Nun, Hopkins behauptet, dass er nichts weiß über ihre Yacht, Laura oder sie. Und seine Geschichte scheint glaubhaft zu sein. Ich wünschte, ich könnte etwas behilflich sein, aber da ist keine Chance, dass diese Leute noch in Zimbabwe sind. Wir suchen trotzdem weiter. Wir werden noch für einige Tage hier sein. Lieutenant, könnten Sie uns etwas vorschlagen? Irgendetwas, was wir tun sollten oder nicht tun sollten? Ich darf es nicht sagen, aber ich tue es. Sie haben es nicht mit gewöhnlichen Verbrechern zu tun. In den meisten Ländern weiß nicht mal die Polizei, was sie dagegen tun soll. Wenn Sie sie finden, gibt es viele Dinge, die Sie tun können, die der Polizei nicht erlaubt sind. Zögern Sie nicht, diese Dinge zu tun. Danke, Lieutenant. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hi, haben Sie eine Mitteilung für 524? 524. Danke. Sind Sie in Nakuluni? Sehr richtig. Danke. Wie ist die Nummer? 751-379. Ihr Name? Cynthia Nakuluni. Cynthia Nakuluni. Hallo, Cynthia? Ja? Hier ist Ted Andrews. Riefen Sie an? Derjenige, der Informationen braucht über das Mädchen, das Marara International getötet wurde? Ja. Ich habe ein Foto von ihr mit einigen anderen Leuten im Club 12 Horsemen gemacht. Das ist der Nachtclub, wo ich Fotografin war. Wann wurde es gemacht? Vor circa 3 Monaten. Wenn Sie möchten, kann ich es gegen Mittag in Ihr Hotel bringen. Wie ist die Adresse? Wäre es Ihnen recht, wenn wir es gleich bei Ihnen abholen würden? Zimbabwe Fracht. Wir notieren es gleich. Warten Sie bitte. Zimbabwe Fracht. Nehmen Sie den Julius Nyerere Weg. Den Julius Nyerere Weg. Richtung Kaunda Avenue. Zur Kaunda Avenue. Kaunda? Kaunda Avenue und dann links abbiegen. Ich werde im Büro auf Sie warten, bis Sie da sind. Danke vielmals. Wir sind schon unterwegs. Musik.
Sehen Sie, wir sind wahrscheinlich da. Hey, ist das? Geh nicht dran. Wie ist die Adresse? Wäre es Ihnen recht, wenn wir es gleich bei Ihnen... Vermittlung, kann ich Ihnen helfen? Hatten Sie eben angerufen? Ja, Mr. Ortiz. Ich versuchte, Sie anzurufen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, für Sie eine Verbindung zum Palace Hotel zu bekommen. Die Auskunft in Skiathos sagte, dass die Telefonverbindungen in dem Teil der Insel unterbrochen sind. Sie wusste nicht, wann sie wiederhergestellt werden. Wollen Sie, dass ich es weiter versuche? Nein, nicht mehr. Skiathos? Das ist eine griechische Insel, wo Pam letztes Jahr in Ferien gewesen ist. Verschwinden wir hier. Zum Flughafen bitte. Bin ich etwas zittrig? Ja. Wieso hat sich alles so hässlich zwischen uns entwickelt? Hä? Ich weiß es nicht. Wir hatten aufgehört, miteinander zu reden. Kein Vertrauen. Ich fing an zu reden mit Freunden, Eheberatern und Therapeuten. Mit allen, außer mit dir. Anwälte? Vergiss ja nicht die Anwälte. Ja, die auch. Wir ließen es passieren. Ja. Seine Zahnspange raus. Thank you.
unvorstellbar, dass nur ein Leihwagen am Flughafen ist. Ja, Pech. Das Hotel kann nicht weit weg sein. Die Insel ist ziemlich klein. Die Barracuda. Aber es sieht irgendwie anders aus. Sie haben sie verändert. Die Fenster ausgetauscht. Wir hatten kein rotes Segeltuch. Lass mal sehen. Ja, das ist die Barracuda. Ja. Komm schon. Gehen wir jetzt. Komm, komm schon. Oh, hier stehen die ganzen Leihwagen. Es ist jetzt wohl Nachsaison, ne? Wenn wir das Zimmer haben, sollen die einen für uns mieten. Ich hoffe, wir können uns verständigen. Dankeschön. Ich sehe zwei Typen an der Kette. Zwei Typen nicht erkennen. Hier. Ich will sehen, ob die auf dem Bild sind. Hey, warte mal. Das ist der Typ auf dem Bild. In der Mitte. Der Typ links. Lass mal sehen. Hier, genau der Typ hier. Volltreffer. Alles, was du aus Zimbabwe hörst, bedeutet nichts. Es ist Erfindung über Erfindung, verstehst du? Gäbe es Probleme, hätte Carlos sich gemeldet. Hast du genug Leute in deiner Mannschaft? Ich sagte dir vorhin, dass ich es mit vier schaffen könnte. Wir sind fünf. Ich bin nicht wie diese Offiziere von West Point, die in Vietnam verloren haben. Ich tue nur das, was zum Gewinnen nötig ist. Nichts anderes. Ich krieg die Basis in Madagaskar. Auch wenn deine Guerillas von der MRA nicht auftauchen. Hör zu, mein Hals steckt auch tief drin. Du bist ein sehr tapferer Mann. Nein, keine Heldentaten. Tu nur das, wofür du bezahlt wirst. Liefert die Waffen und die Munition, dann ist es getan. Es gibt einen neuen Zeitplan. Hankins wird die Neptunus in der Bucht in 2 Stunden ankommen. Heute Nacht bekomme ich Geld, ihn zu bezahlen. Und morgen zahle ich Jenkins aus. Und morgen Nacht sind die Waffen dein. Weißt du, wenn das gelaufen ist, könnten wir viele Deals machen. Ja. Hast du was gesehen? Nein, gar nichts. Wir haben jetzt ein Auto. Ich sehe ein anderes Boot kommen. Was meinst du? Sieh dir die Yacht an. Ich glaube, da ist jemand an Deck. Geh, lass mich sehen. Okay. Das ist der andere Typ auf dem Foto. Wenn Tracy und Mark auf dem Boot sind, Ted, was machen wir dann? Ich meine, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu den beiden? Wie kommen wir zu meinen Kindern? Wir werden einen Weg finden. Warte, da kommt jetzt jemand an Land. Da kommen sie. Komm, schnell, gehen wir. Thank you.
Möchtest du von mir hören, wie ich über Wilcox denke, oder möchtest du weiterhin ruhig schlafen können? Sag mir, was du denkst. Sicher, er war ein guter Soldat in Vietnam, aber als er merkte, dass er es bis zum Colonel nicht schafft, verwirrte das seinen Kopf. Er hat sich so viel zu beweisen, muss immer seine Grenzen überschreiten. Willst du aussteigen? Ich mach da einen Deal. Ich bleib dabei. Das könnte was sein, komm schon. Ich folge dem in dem Volvo, du bleibst an dem anderen dran. Zu warten, bis du mich zum Tanzen aufforderst. Es regnet. Du bist doch keine Zuckerpuppe, ne? Bist du in Begleitung? Nicht direkt. Wie ist das gemeint? Ich meine, dass ich einen sehr verständnisvollen Mann habe. Was ist mit dir? Ich feier gerne. Oh ja? Und was gefällt dir noch? Männer.
Ist das eine Einladung in ein Zimmer? Ich glaube nicht, dass mein Mann so verständnisvoll ist. Wo sind meine Kinder und meine Verwandten? Oh, Sie irren sich gewaltig. Ich bin nur ein Anwalt aus Boston. Ist mir egal, wer Sie sind. Wo ist meine Familie? Hören Sie, ich erzähle Ihnen alles, was Sie wissen. Leben meine Kinder, du Schwein. Ja, hören Sie, Sie müssen mir glauben. Ich weiß darüber gar nichts, wissen Sie. Ja, du lügst. Nein, ich vertrete nur meine Klienten. Hören Sie, ich habe nichts zu tun mit dem Killer. Es sollte nur... Sag mir alles, oder ich werde dich auf der Stelle töten. Verstehst du mich? Ich bring dich gleich hier um, wenn du mir nicht alles erzählst. Ich helfe Ihnen mit den Kindern. Ich lasse mir was einfallen. Nein! Steh auf, du Hurensohn. Mach den Kofferraum auf. Mach ihn auf. Mach die Kiste auf. Komm! Es gehört alles Ihnen. Du kommst mit mir. Ich werde alles tun. Hören Sie. Bleib mit dir. Warum gehen wir nicht zu dir? Ich sagte schon, mein Mann ist in meinem Zimmer. Lass uns zu dir gehen. Das geht nicht. Wieso nicht? Hast du eine Frau? Hast du ein Frauchen? Nein. Nein? Ich habe keine Wohnung. Ich arbeite auf einer Yacht. Eine Yacht? Aha. Ich tat's noch nie auf einer Yacht. Wirst du auch nicht. Der Besitzer mag keine Besucher. Thank you.
sehr spät für Gäste, nicht wahr? Hey, sie wollte die Yacht sehen. Wie ist denn? Alice. Alice Kahn. Hi. Alice. Alice. Fein, Alice. Mein Kollege hat vergessen zu erwähnen, dass ich niemanden an Bord lasse, den ich nicht kenne. Tut mir leid für die Störung. Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Ich denke nicht. Es fällt mir wieder ein. Alice, Alice, Alice. Wollen wir im Salon einen trinken? Ich trinke nicht, Mr. Ich dachte, du wolltest die Yacht sehen, Liebling. Stevens, zeig Alice die Bar. Danke. Du Bastard! Hey, was zum Teufel geht hier vor? Pech gehabt, Romeo. Willkommen im Wunderland, Alice. Kein Wort und kein Laut. Du kriegst deine Chance zu reden, das verspreche ich dir. Verstehst du? Kinder, ich will, dass ihr euch hier neben mich setzt, wenn ich mit Mami rede. Nun, Mrs. Andrews. Mrs. Andrews. Es ist nur fair, dass Sie alle meine... Sehen Sie mich an! Mrs. Andrews, da Sie jede einzelne Frage, die ich stelle, beantworten werden, ist es nur fair, wenn ich Ihnen eine beantworte. Sie wundern sich wahrscheinlich, was passiert ist mit dem Rest der Crew. Leicht zu erklären. Sie sind tot. Haben wir uns verstanden? Wenn Sie mir nicht erzählen... Halt's Maul! Wenn Sie mir nicht sagen, was ich wissen will, dann muss ich die Kleine töten. Dann werde ich den Jungen umbringen und dann töte ich sie. Also, wo ist... Ahmed, bringen Sie ins Steuerhaus. Oh mein Schatz, ich hab dich vermisst. Na, komm her zu mir. Ahmed! Ich bin ja bei euch jetzt. Du deine Familie sehen, bevor du abkratzt? Ja? Wo sind sie? Auf meiner Yacht. Hast bis jetzt Glück gehabt. Doch das ist jetzt alles vorbei. Vielleicht auch nicht. O'Connor war so freundlich, mir das Geld für die Waffen zu schenken. Quatsch nicht! Dann erschieß mich. Die Madagaskar-Operation kannst du vergessen. In meiner Tasche ist das Beweismaterial. Andrews? Ich will jetzt, dass du dich auf den Boden setzt und die Hände über den Kopf nimmst. So ist brav. Nun? O'Connors will mit dir reden. Irgendwas über einen KGB-Agent. Wo ist O'Connor jetzt?
Ich sag dir was, ich zeig dir wo. Steh auf! Steh auf! Die Hände über den Kopf, Junge! Sonst puste ich dir eine Salve durch den Kopf. Wo ist er? Er ist im Kofferraum seines Volvos. Vorne, vor dem Motel. Wenn ich zurück bin, wirst du mir sagen, wo der Rest des Geldes geblieben ist. Du wirst dich auf den Tod freuen, mein Freund. Stevens, komm mit. Band den Knall in Abwehr wie früher. Was war das mit dem Agenten Ostrowski? Die Operation wird nicht weiter ausgeführt. Du gabst ihm das Geld, nicht wahr? Dumm, 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 dumm! Was machst du hier? Komm, lass dich hier raus! Ich krieg keine Luft! Da komm schon, Jungs, komm, lass dich hier raus! Was macht ihr mit mir? Lass dich hier raus! Na, wie lange bist du mit den Terroristen zusammen? Redet sie immer so viel, Meister? Sie kann nicht reden. Sie schnitten ihr die Zunge raus in Somosas Gefängnis. Oh, das ist also ihre Entschuldigung, wahllos Menschen umzubringen. Was hast du für eine? Glaub nicht, du erreichst was durch dein Gequatsch, Mann. Es ist kein Mensch in diesem Gebäude. Und jetzt halt die Klappe! Da ist er! Komm mit! Auf mich. Er ist nicht mehr nötig, Stevens! Halt deinen Mund, halt deine Klappe! Bunting! Komm an Bord, nimm das Feuer! Los, mit euch! Tempo, Tempo! Also los! Thank you.
Los, wenn wir hier raus sind, okay? Bewegt diese Scheißkiste! Franklin, beweg deinen Arsch her zu mir! Maria, übernimm das Steuer! Diese Insel und dann in Richtung Ostküste Griechenlands. Ich weiß, es gibt da einen Militärstützpunkt. Da sind wir in Sicherheit. Jenkins, stehen bleiben! Hey, ganz ruhig. Ich bin willkommen. Es ist Zeit, die Waffen zu übergeben. Wo ist O'Connor? Ihn kenne ich, aber dich kenne ich nicht. Oh, er ist auf der Goldenen Odyssee. Wir treffen ihn auf der anderen Seite der Insel. Bargeld will ich sehen, Wilcox. So war das vereinbart. Bis dahin passiert nichts. Runter von meinem Boot! Ja, Sir. Ganz wie Sie wollen. Nein, nein. Bei der Geschwindigkeit haben wir sie in 30 Minuten eingeholt. Tracy, geh runter. Sandy, pass auf. Komm hier rüber, Schatz. Fahr das Boot, okay? Siehst du die Nummer 210? Halt es genau auf diese Zahl. Jetzt du. Halt den Finger am Anzug. Den Lauf nach unten halten. Nichts. Es funktioniert. Komm mit.
sowas geplant. Fahrt aber nicht weiter als 500 Meter. In Ordnung? Komm, umarm mich. Siehst du was, Mark? Versteckst du dich jetzt im Mondschutz? Ja. Marty! Marty! Ja? Das Petiboot holt uns ein. Noch nicht. Lass sie uns nicht einkriegen, Marty. Sie werden uns nicht kriegen. Es wird uns nichts passieren, Schatz. Sei unbesorgt. Komm her. Drück mich. Sie werden uns nicht kriegen, okay? Maria! Wenn wir eine Meile entfernt sind, geh runter auf 10 Knoten. Auf 500 Meter dreh auf Steuerbord. Wir umkreisen sie. Hilf deiner Mutter und Tracy. Wir lassen das Boot runter, in Ordnung? Okay. Mark, Schätzchen, leg das Gewehr da in die Mitte. Okay. Ich fahre mit Tracy runter. Ja. Du bist richtig, Mark. Ich möchte, dass du auf deine Mutter und deine Schwester achtest. Hm? Du hast jetzt die Verantwortung. Drück mich. Los, Jim. Come on!
Tracy hilft mir, das Boot umzudrehen. Lasst uns nach Hause.